Einen wunderschönen guten Morgen aus Mannheim und willkommen zu unserem zweiten Cybergroup Lounge Talk hier in unserer Lounge in Mannheim. Wie bereits letzte Woche angekündigt, haben wir diese Woche Tobias Köckert von Malwerk bei uns. Guten Morgen, Tobias, und Augustin. vielen lieben Dank, dass auch du die weite Reise hier nach Mannheim auf dich genommen hast. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Bitte, bitte. Und ich bin echt gespannt, was du uns mitgebracht hast. Im Grunde genommen drei Bereiche. Das eine sind die klassischen Werbeartikel, wo wir uns speziell so auf besondere Veredelungsformen, besondere Produktgestaltungen konzentrieren. Das zweite ist eigentlich einer unserer wichtigsten Bereiche, der Bereich Mehrweglösungen für To-Go. Angefangen von Coffee to go bis heute zu Lösungen für Essen, für Food-Produkte. Okay. Und der dritte Bereich ist auch nicht ganz unwichtig, nämlich der Bereich Gastronomie. Das heißt also dort, wo es hauptsächlich um Firmengastronomie geht, Konferenzgeschirr, immer in der Verbindung mit irgendeinem Branding. Das ist so Okay. unser Wichtigstes. Wir kennen euch als Cyberwehr vor allem durch Innovationen, neue Verfahrenstechniken, super schöne neue Formen. Du hast ein paar Themen dabei. Zeig uns vielleicht mal einfach ein paar und dann lass uns mal so explizit auf zwei, drei vielleicht eingehen. So diese Tasse da draus geworden, mit einer Glasur, die wirklich täuschend echt ausschaut wie Beton und völlig verrückt sich auch so anfühlt wie Beton. Ja? Ja, Und das ist das kann ich eigentlich, bestätigen, das und das ist ist wohl wahr, eigentlich ja. das Coole. Und das hat halt einfach einen ziemlich coolen Eindruck, den man so noch nicht kannte. Ja, Ja? ja. Dann haben wir die nächste Stufe oder die nächste Idee dann, die aber auch so ein bisschen in die Richtung geht, Oberflächenbeschaffenheiten, ist dann so eine Glasur, die sieht aus wie Asphalt. Wenn man die sich anschaut, dann meint man wirklich, man fasst auf eine Straße oder so. Ne? Aber Okay. trotzdem ist es immer noch Porzellan, man kann draus Sag mal. trinken und es ist also schon ziemlich täuschend echt. Es gibt auch noch verschiedene andere Sachen. Also wir experimentieren mit verschiedenen Glasuren. Wir haben eine Tasse, besteht aus drei Glasuren, die ineinander gespritzt werden. Da ist also jede Tasse ein Unikat. Das heißt, ihr sprayt dann, Genau, da werden lackiert. drei Farbschichten nass ineinander gesprüht und das Okay. muss halt irgendwie trotzdem alles passen, Okay. dass es immer noch auch Spülmaschinen geeignet ist und praktikabel ist, aber eben einen besonderen optischen Effekt hat. Im Grunde genommen geht das alles bei 250 Stück schon los. Also man kann das so die Mindestmenge, ab Okay. 250 Stück kann man eigentlich alle entsprechenden Gestaltungen machen. Es gibt auch noch hier was ganz Cooles. Das ist so ein matt glänzend Effekt. Das ist natürlich schön, der Kontrast Genau. zwischen diesen glänzenden Pferdchen, die da jetzt drauf sind, und der matten Untergrundfläche. Das ist natürlich schon richtig, richtig edel, ne? Genau. Wir können auch individuelle Formen herstellen. Das sind natürlich dann teilweise größere Mindestmengen notwendig, aber auch das machen wir. Und wir entwickeln auch viele Produkte, die bei uns dann in Serie gehen, auch im eigenen Haus in der Grundidee. Das heißt also, wir haben hier eine Tasse in so einer Polygonform, die man in allen möglichen Farben und Varianten bekommen kann. Aber diese Form, die ist halt bei uns im Haus entwickelt worden. Ja. Also wir wollen besondere Produkte haben, die auffallen in irgendeiner Art und Weise. Ja? Und in der Regel gelingt uns das eben immer wieder, wenn wir dann im Jahr so ein, zwei, drei Neuheiten haben, dann ist eine davon in der Regel auch immer wirklich Ein Knaller. ein echter Knaller. Ja, Okay. genau. Erzähl mal ein bisschen was, wie da wo geht da die Reise hin? Also wir haben hier den Smoothie to go, Genau, den genau. Coffee to go haben wir hier unten. Haben wir auch für ein, zwei Kunden in echt tollen Varianten. Ich stelle die mal hier oben hin, dann sieht man sie besser. Auch umgesetzt, ist ja mittlerweile fast ein Klassiker in der Werbeindustrie auch geworden. Wo geht da eure Reise hin? Was ist da Also, der Plan? wir haben diesen Becher seit 2008 auf dem Markt und den stetig weiterentwickelt. Also einmal was verschiedene Größen betrifft, aber eben auch unterschiedliche Varianten wie jetzt hier das Glas. Es gibt auch doppelwandige Becher wie diesen hier und alle haben, das ist ganz wichtig, eben einen absolut dicht schließenden Deckel. Das ist so eigentlich so auch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von unserem Becher. Und darüber hinaus vielleicht so zum Thema Prototypen, die vielleicht noch so ein bisschen in der Pipeline sind, ist es so, dass auch Lösungen für Essen immer wichtiger werden. Das heißt also, es gibt viele Firmen, die haben eine Kantine, wo also super lecker gekocht wird, aber so circa 20% der Mitarbeiter nehmen sich das Essen eben mit ins Büro. Und das passiert im Moment noch in eigentlich fast allen Bereichen mit Einwegplastikgeschirr, was natürlich Ja, eine natürlich nahe. Umweltproblematik ist Ja. einfach so. Und da haben wir jetzt, das ist hier noch so ein Prototyp, aber der so ein bisschen zeigt mal, wo die Richtung hingeht. Wir haben dann hier einen Becher für Salat. Wir haben dann einen kleinen Becher für Suppe.
Der Deckel ist halt ohne Loch, also Ja, dicht ist ähnlich wie, verschließbar. also eigentlich gleiches Genau. Konzept, nur Deckel ohne Loch, Genau. was bei der Suppe vielleicht Sinn Genau. macht. Und dazu eben dann auch aus Glas, mikrowellentauglich, Behälter, die eben dann für Essen gedacht sind. Okay. Und das Ganze ist gedacht oder konzipiert als ein Pfandsystem inklusive so einer Warmhaltetragetasche, mit der man eben dann sein Essen mit ins Büro Okay. nehmen kann und dann abends wieder zurückgeben kann Ja. eben. Ich würde mich hier schon bei dir gerne bedanken. Ich glaube, wir haben noch ein kleines Thema to go. Auch Ja. wenn es heute nicht ganz so warm ist draußen, aber was sicherlich auch noch mal ein schönes Thema ist, vielleicht sagst du hier auch noch mal was zu, Genau, das ist bevor wir dann es genießen dürfen. ein Eisbecher to go, wo wir hier ein ganz leckeres Eis haben und das passt einfach als Werbeartikel perfekt zum Sommer. Mit einem Bambuslöffel, also auch alles ganz ökologisch und Und ja. dann auch wirklich schön den Deckel drauf. Das Genau. heißt, kannst du auch Outdoor mitnehmen, hast nicht direkt Genau. die Tiere drin hängen, sondern ist wirklich ein super Genau. schöner Artikel. Kann auch schön gebrandet werden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in der Kamera dann auch sieht. Das war's für heute auch schon wieder. Uns hat's Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Danke. Tobias, für den tollen Einblick in die Porzellanwelt, in die Malwerkwelt. Und wir werden sicherlich noch ein paar spannende Projekte gemeinsam realisieren. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir machen jetzt 2 Wochen Pause. Wir sehen uns am 3.7. dann wieder mit einem, wir nennen es Summer Special mit der Firma Sander. Dort geht es um Sonnencreme, hoffentlich hält das Wetter, um Kaltgetränke, Partygetränke, Outdoor-Eventgetränke. Und bis dahin sage ich Tschüss und schönen Sommer.